Dark Pattern. Als Dark Pattern bezeichnet man Designentscheidungen, Gestaltungen zum Beispiel von Benutzerschnittstellen wie Plattformen, Webseiten und so weiter, die mit Absicht so gestaltet sind, dass sie die Entscheidungen einer Nutzerin oder eines Nutzers beeinflussen können. Also zum Beispiel Entscheidungen für oder gegen den Kauf eines Produkts. Und diese Dark Pattern sind Ihnen bestimmt schon mal begegnet. Ich mache nur ein paar Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Also ein Beispiel für Dark Pattern sind zum Beispiel Abonnements, Abos, aus denen man nicht einfach rauskommen kann. Also man kann das Abo zum Beispiel verlängern, man kann es ganz easy noch upgraden, aber kündigen kann man es nicht. Das heißt, da gibt es irgendwo ganz versteckt irgendwo dann einen Button, dass man es kündigen kann. Das wäre ein Beispiel für eine Designentscheidung, in der versucht wird, die Entscheidung der Nutzerin, des Nutzers zu beeinflussen. Es gibt noch weitere. Anderes Beispiel sind, auch das kennen Sie bestimmt, zum Beispiel bei Flugbuchungen passiert einem das relativ häufig, dass man erstmal, man sucht einen günstigen Flug heraus und dann letzten Endes beim Buchen, also man ist schon entschieden, dass man diesen Flug jetzt buchen möchte und dann beim Buchen entdeckt man, oh, jetzt muss ich aber noch Handgepäck extra dazu buchen, jetzt muss ich hier noch, wenn ich einen Koffer mitnehmen will, muss ich den auch noch dazu buchen und. Also das heißt, diverse Zusatzleistungen werden dann noch eigentlich dann, wenn man sich schon entschieden hat, ja, ich kaufe das, dieses Produkt oder diese Dienstleistung, werden dann noch dazu gerechnet. Auch das ist ein Beispiel für Dark Pattern. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel die üblicherweise kennen Sie das, wenn Sie eine Checkbox haben, man akzeptiert die AGBs, Nutzungsvereinbarungen und Ähnliches. Und dann gibt es noch eine Checkbox. Ja, ich möchte ein Newsletter erhalten oder weitere Informationen zu diesen Produkten. Und die Dark Pattern Version sieht dann so aus, dass dort nicht steht, ja, ich möchte den Newsletter erhalten, sondern ja, ich möchte keinen Newsletter erhalten. Das heißt also, wenn man entsprechend nicht klickt, was durchaus passieren kann, wenn man eben schnell liest und denkt, ach ja, das ist eine Newsletter-Geschichte, klicke ich mal nicht, weil ich bekomme schon genug Newsletter und genug E-Mails, also klicke ich mal nicht und dann aber bei genauem Lesen feststellen würde, ich hätte klicken müssen, damit ich keinen Newsletter bekomme. Also etwas nicht Übliches, entsprechend verleitet mich dann zu einer ebenfalls nicht üblichen Reaktion. Auch das ist ein Beispiel für Dark Pattern. Und Dark Pattern, das ist der Grund, warum ich zu diesem Thema auch ein Video mache, ist mal wieder ein weiteres Beispiel, in dem wir feststellen, dass Digitalisierung, digitaler Wandel etwas ist, was wir als Gesellschaft gestalten müssen. Und wir uns einigen müssen, normieren müssen, wie wollen wir den digitalen Raum so gestalten, dass er für alle Nutzerinnen und Nutzer, für alle Menschen entsprechend sinnvoll anwendbar ist, uns nicht hinters Licht führt und so weiter. Denn Dark Pattern sind streng genommen eine Grauzone betrügerischer Aktivitäten und es wäre doch ganz sinnvoll, wenn man diesen digitalen Raum jetzt neu als Gesellschaft gestaltet, wenn man diesen Raum so angenehm gestaltet, dass man sich gerne in ihm aufhält, gerne in ihm bewegt und nicht betrügerische Aktivitäten auf einen lauern. Soweit zu den Dark Pattern.